Hallo und willkommen zurück zu Let's Play CubeVR. Das letzte Mal habe ich ja in meinem Tempel die Bäume gepflanzt, die mir sehr gut gelungen sind, wenn ich das mal so selbstlobend sagen darf. Und mal gucken, habe ich hier Wasser? Nö, okay. Ich habe Wasser im Haus, im Keller irgendwo habe ich Wasser. Wasserschaden im Keller. Nee, mich. Weil die ja noch die Statue ein bisschen hübscher machen. Und da wollte ich halt mal gucken, dass ich vielleicht doch ein bisschen Wasser noch irgendwie setzt bekomme. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das am besten machen will, weil ich will Wasser, aber ich weiß nicht wie. Na, so brunnenmäßig irgendwie. Muss ich mal schauen. So, hier ist Wasser. Ich nehme einfach mal 100 mit. Müsste reichen. Mehr gibt es einfach nicht. Ich bin ja ein so kultivierter Mensch. Ich springe jedes Mal durchs Fenster in mein Haus. Ah, herrlich. So. Was hier ein bisschen lustig oder traurig ist. Ich habe jetzt mal versucht, mehrmals versucht zu kommen, noch mein neues Review-Video zu CubeVR zu machen, weil mein erstes ja doch schon ziemlich alt ist. Und das war zu einer Zeit, wo ich noch nie wirklich so viel Ahnung von nix hatte. Und das Problem ist, ich habe jetzt mehrmals versucht, ein neues Review-Video zu machen und ich schaff's einfach nie. Jedes Mal, wenn ich ein Review-Video zu CubeVR mache, fühlt sich das an wie ein Livestream von mir. Weil ich habe gefühlt schon 10.000 Mal das Gleiche erzählt, immer wieder das Gleiche gemacht, das Gleiche gezeigt. Und irgendwie, keine Ahnung, mittendrin habe ich jedes Mal das Gefühl, dass ich einfach nur in einem Livestream bin. Und dann verfalle ich einfach wieder in das ganz normale Gequatsche von mir rein. Und ich weiß nicht. Habe jetzt schon, keine Ahnung, 6 oder 7 Mal angefangen. Jedes Mal habe ich auf der Hälfte dann so abgebrochen oder angefangen, über irgendwas anderes zu erzählen. Ich weiß nicht. So. Ich habe auch einen neuen Block. Der sah sehr vielversprechend aus. Ja. Beige. Oh nee. 2 Processed Wood. Das ist blöd, weil mit Processed Wood habe ich schon meinen eigenen. Ah, das ist blöd. Natürlich hat mein eigener Priorität. Das ist schade. Ach, Menno. Das ist natürlich nicht so schön. Na gut, ich kann ja auch meinen eigenen dann löschen. Der. Ich habe zwar tatsächlich den normalen Unicode genutzt, den man normalerweise auch für so diese Anime-Hautfarbe prinzipiell nutzt. Aber nach der Konvertierung sah der halt doch ziemlich dunkel aus. Ich weiß aber jetzt auch hier nicht, wie ich irgendwas mit Wasser noch machen könnte. Na toll, jetzt bin ich ideenlos. Irgendwie hätte ich schon Bock, jetzt noch irgendwas zu bauen. Ich weiß halt bloß nicht, was. Oh, wir haben ein paar neue Tempeldiener.
Könnt ihr vielleicht hier so einen Weg lang bauen? Aber womit sollte ich das verbinden? Schwierig. Schwierig, schwierig. Vielleicht versuche ich ja einfach mal so frei Schnauze hier oben eine Burg hinzubauen. Ist ja auch noch eine Möglichkeit. Jetzt sind ja wenigstens die Temperaturen draußen wieder normal geworden. Gehen wir mal kurz hoch. Blaue Blümchen, Mensch. So renne ich stellenweise stundenlang in der Gegend rum, um 3, 4 blaue Blümchen zu finden. Und hier wachsen gleich mal 4. Da. Hauen wir mal. So, von der Fläche her. Gut, ist hier jetzt ein bisschen knapp, weil das sieht schon so ganz hübsch aus. Das würde ich jetzt nicht unbedingt so gerne plätten wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist da irgendwas? Achso, bloß eine Facke. Hätte ja sein können, dass ich da mal irgendwann was gefunden oder gebaut hatte. Das sind ziemlich viele blaue Blumen. Aber keine grün. Grün habe ich alles abgeerntet. Ich glaube, hier oben war. Hier müsste es gewesen sein. Müsste meine Hobbit-Höhle sein. Die habe ich ja mal angefangen und nie irgendwas damit gemacht. Hier ist halt auch nichts. Wasserfall. Na, ich weiß nicht, vielleicht hier irgendwo noch sowas. Weil die Landschaft hier ist sehr hübsch, aber ich will sie jetzt auch nie unbedingt verschandeln. Ich meine, ich habe dort hinten meine World Trade Center Twin Towers. Könnte aber auf alle Fälle mal die Fackeln dort wegnehmen. Weil die verschandeln tatsächlich ein bisschen. Ob irgendwo so eine kleine Burg haben, das wäre schon nicht schlecht. Zumal nachdem ich tatsächlich Talsmas Burg gesehen habe, die er in der Community-Welt gebaut hat, das hat schon sehr stark motiviert. So. Denk mal, das lasse ich hier. Könnte hier oben vielleicht was bauen. Mal gucken, also vielleicht doch hier so. Ich habe zwar jetzt mein Haus, was hier auch schon aus sehr vielen abertausenden Steinen besteht. Was immer noch nicht fertig ist und wahrscheinlich nie fertig werden wird. Da jetzt mit so einer Burg anzufangen.
nur einfach mal kurz. Bleib oben. Gucken wir einfach mal, wie es von der Fläche her ausschaut. Weil wenn hier jetzt eine schöne Fläche ist, wo ich arbeiten kann mit, dann... Oh, hier ist was Grünes. Gibt es also doch noch grüne Blümchen auf der Welt. Wenn nicht alles weggeerntet. Schauen wir mal hier, dass man hier jetzt vielleicht so von der Fläche her wäre es halt ganz cool, dass man halt wirklich sagt, man macht jetzt hier einfach so eine schöne kleine Burg. Müsste ich halt bloß hier ein bisschen was von dem Berg wegmachen. Ich denke mal, das dürfte ja kein allzu großes Problem sein, dass man einfach mal schaut, dass man einen gemeinsamen Flächennenner findet, der brauchbar ist. Ich hätte es vielleicht wirklich gedacht, so das Level hier, dass man so auf dem Level dann einfach aufschütten. Dann hätte man hier ein schönes großes Gebiet, wo man, weil wenn, guckt mal, von hier aus so eine Burg, wo man dann so schön hier übers Feld gucken kann, weil das ist ja halt schon eine schöne, schöner Flecken hier. Stellt euch vor, ihr seid ein Burgherr, ihr wacht früh auf und seht erstmal schön so hier. Ist doch nicht schlecht, oder? Was ja auch interessant ist, wenn man jetzt die Welt lädt, das dauert halt mittlerweile doch schon ganz schön lange auch bei mir. Ich glaube, es dauert so 10 Minuten, bis meine gesamte Welt geladen ist. Das ist schon interessant, wie riesig das ist. Ja, würde ich sagen. Machen wir hier so ein kleines Projekt. Ich müsste halt bloß noch ein bisschen vielleicht in die Richtung mal erkunden irgendwann. Dass wir hier einfach jetzt wirklich sagen, schaffen wir uns hier eine schöne Burg. Schöne große Burg. Muss ja vielleicht auch nicht unbedingt so riesig sein. Sieht schon cool aus. Da können wir uns auch unseren Turm dort mal anschauen. Den sehen wir ja sonst nie. Und ja, jetzt kann ich sogar meinen Tempel sehen. Also, ich denke mal, das ist schon ganz cool, wenn man hier wirklich jetzt würde ich sagen, auf der Höhe. Da werde ich mir auf alle Fälle erstmal ein paar Kisten machen. Also ich werde auf alle Fälle eine Kiste mit Dreck voll machen. Einfach damit wir halt auch was zum Auffüllen haben. Dann werde ich mir eine Kiste für Steine machen und halt eine zum Craften. Es kann ja auch die Steinkiste sein, weil Steine gibt es ja mehr als genug. Tatsächlich ist ja Dreck ein bisschen seltener. Weil man hat ja meistens nur so, keine Ahnung, vielleicht so 10 Meter, wo man Dreck hat und der Rest ist dann schon Stein. Ein paar hundert Meter. Warte mal, ich hab doch... Warum bin ich jetzt hierher gerannt? Ich hab doch massenhaft Kupfer in meinem Inventar. Hier war's Wasser. So. Und wir haben Edelsteine. Wo könnte ich die am besten reinstecken? Hier.
Rotdiamant. Der Rest ist Farbe, aber Farbe dürfte ja eigentlich blau voll sein. Ah, ne, ganz könnte ich tatsächlich. Ich mach so ein bisschen auffüllen. Damit es einfach voll ausschaut. Rot ist voll. So. Die anderen sind auch alle. Sehr gut. Einfach mal hier so 1, 2, 3, 4, 488 Regenbogen. Ja, Holz hatte ich genug. Ich habe hier auch massenhaft Kupfer. Aber ich habe noch ein bisschen was Gold, was ich hier reinlegen kann. Da. Eine Hecke. Hatte ich da mal irgendwo was? Oder? Steck sie einfach mal hier hin. Ja. Umsonst hierher gerannt. Na gut, ich springe halt gern durchs Fenster. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, wenn ich dann hier so einen riesengroßen Burgfried habe. Jetzt habe ich tatsächlich Bock, Stronghold zu spielen, weil ich Burgfried gesagt habe. Es ist so, wenn man als Jugendlicher oder als Mensch, der noch nicht so viel Kontakt mit Videospielen so hatte, halt wirklich sehr viel dasselbe Videospiel spielt, dann prägt einen das. Stronghold war eins meiner ersten PC-Spiele mit. Genauso, also mein erstes PC-Spiel war ja Anno 1495. Nee, 1620. Also das erste Anno, was es damals gab. Das war so mein erstes PC-Spiel zusammen mit Railroad Tycoon. Das ist so ein Spiel, wo man halt so, ja, Zugstrecken aufgebaut hat. War so ein Aufbaustrategiespiel. Ein bisschen was Wirtschaftssimulation. Habe jetzt ja auch einige neue Livestreams gesehen von neuen Leuten, die das Spiel spielen. Und wenn die halt die Gravity Gloves benutzen, vergessen die dann jedes Mal danach zu greifen. Das heißt, die schmeißen die ganze Zeit sich so das Zeug so nach oben. Aber anstatt mal auf die Idee zu kommen, den Trigger nochmal zu drücken, damit man das hält, nee, da drücken die den Trigger durch und wundern sich, warum sie nicht halten können. So, ich habe jetzt eine Kiste gemacht. Die stelle ich mir hier hin. Hä? Ist ja interessant. Mal gucken, ob ich das in einem Screenshot festhalten kann. Ich habe ja jetzt manchmal versucht, so Screenshots zu machen mit dem Steam-Layout. Jo, da bin ich wieder. Ja, SteamVR mag es nicht, wenn ich Screenshots aufnehme, die etwas zu hochkalibrig sind. So. Mir ist auch gerade so aufgefallen, ich hätte ja gar keinen Screenshot machen brauchen. Ich nehme ein Video auf, einfach von dem Video ein Screenshot machen können. Hätte ich dann zwar wissen müssen, wo im Video das ist, aber das wäre mir ja schon irgendwann aufgefallen. Ja.
Na, kleines Kornickel, das wird so nix. Wir zerstören hier gerade den Lebensraum vieler, unzählig vieler kleiner Kaninchen und Rehe. Aber hey, so ist das nun mal. Ja, auf alle Fälle, um nochmal jetzt auf Stronghold zurückzukommen, das war halt auch ein Spiel, was ich super gerne gespielt habe. Die ersten Stronghold-Spiele, die waren ja auch richtig fantastisch, weil die haben genau das gegeben, was man zu der Zeit wollte. Man wollte Burgen bauen. Und das konnte man. Man konnte halt so vieles Verschiedenes machen. Ich fand es halt richtig toll. Stronghold Crusaders, was dann eher so in der Wüste gespielt hat, war dann nicht mehr ganz so meins. Und dann so die ganzen neueren Strongholds, die es dann gab, die waren alle... Ne. Die haben dann auch nicht mehr wirklich so für mich den Spaß gemacht. Das ist halt ein bisschen schade. Es gibt jetzt auch ein etwas neueres Stronghold, das kommt vor circa 2 oder 3 Jahren raus. Das... Ich glaube, das war das, was in China gespielt hat. Da bin ich mir jetzt aber tatsächlich nicht ganz sicher. Auf alle Fälle, das, was es davor gab, das war... Ja, richtig schlecht. Da hatte man viele verschiedene Möglichkeiten. Da konnte man zum Beispiel so Treppen, die zu den Burgen hochführen, bauen und all sowas. Aber das war alles richtig schlimm verbuggt. Hat auch sehr viele negative Kritiken bekommen. Da ist nicht wirklich viel positiv geblieben. Das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Ich merke gerade, Schaufeln geht noch ganz gut. Aber alles andere kann ich mit meinem Handgelenk zurzeit noch nicht wirklich machen. Vor allem, das habe ich mir auf Arbeit wieder ausgerenkt. Da ist ja nicht immer wirklich, dass irgendwas passiert wäre. Ich habe halt... Das sieht aber nie aus wie 500 Blöcke. Auf alle Fälle sind jetzt wenigstens die liegen gebliebenen Blöcke in der Wüste, die ich dort... Dieses Processed Wood, was ich gemacht habe vor uns. Die sind jetzt definitiv weg. Das ist halt das Schöne, wenn du irgendwo eine große Fläche abbaust. Alle... Entschuldigung. Alle unnötigen und ungeliebten Blöcke verschwinden halt irgendwann. Aber es ist eigentlich alles noch im Rahmen. Ja, doch, waren doch ein bisschen was. Wir können ja mal gucken. Müssten ja mindestens 400 Dreck sein. Weil so viele Kristalle habe ich ja noch nicht rumliegen. Ich weiß noch, bevor wir diesen Kristalllöschknopf hatten, oh, was ich da alles für Kristalle rumliegen hatte. War noch an Stellen, wo ich nicht mehr hinkomme, weil die ja irgendwo mal durch ein Mesh gefallen sind, dann einfach irgendwo im Äther verschollen waren. Oder die ich halt einfach irgendwann mal abgebaut habe und dann habe liegen lassen irgendwo in der Welt. Weil ich habe ja auch sehr oft in Livestreams dann mal den Leuten gezeigt, was Kristalle sind und worum es eigentlich in QPR geht. Weil du hast ja auch öfter mal, dass halt Leute einfach so kommen. Ich habe ja QPR stream ich ja zum Beispiel auch auf Twitch. Und da habe ich ja auch wirklich manchmal Leute, die halt über Twitch dann halt dazukommen. Keine Ahnung, wahrscheinlich weil ich den VR-Tag drin habe, dass die halt gucken, welcher kleiner Streamer hat denn gerade irgendein VR-Spiel? Weil ich habe ja irgendwie, ich glaube, um die 70 Follower auf Twitch. Wenn ich eine Woche lang jeden Tag QPR streamen würde, würde ich wahrscheinlich sogar die Voraussetzungen erfüllen, dass ich auf Twitch Affiliate werden könnte.
Da könnte ich dann auf Twitch Geld verdienen. Uhuhu. Da ich Twitch nicht mag und ich Amazon einfach nur prinzipiell ablehne, ist das eine Sache, die ich so nicht unbedingt machen werde. Ich werde weiterhin QP auf Twitch streamen, einfach um einen Twitch-Bot im Discord zu aktivieren. Aber ansonsten andere Sachen auf Twitch werde ich auf keinen Fall streamen. Weil ich sehe es halt nie ein, warum ich nur in 1080p streamen soll, wenn ich das auf YouTube in 1440p kann. Bessere Auflösung, bessere Bitrate. Ich hatte ja zum Beispiel gestern einen Livestream gesehen. Die Bitrate, die war ja unterirdisch. Also, sobald er sich bewegt hat, hatte man halt nur noch so Pixelbrei auf dem Display. Und ja, das ist halt mit der höheren Bitrate, die man mit einer höheren Auflösung bekommt, ist das halt nicht so. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine QVR-Streams auf YouTube hübsch aussehen. Na gut, ich sag mal, die sehen auch auf Twitch gut aus. In 720p. Was ja auch reicht, weil Twitch ja meistens so auf Handys zum Beispiel geguckt wird. Also da gucken ja nicht die meisten Leute auf Twitch jetzt. Ach, siehst du, ich wollte gucken, wie viel Dreck ich hatte. 1, 2, 3, 4, ja, ein bisschen über 400 Dreck waren es. Weil die meisten Leute auf Twitch gucken ja meistens über Handy oder Fernseher. Ein paar Arbeitskollegen haben mich auch gefragt, warum ich nicht auf Twitch streame, hauptsächlich. Und der Hauptgrund ist halt nach wie vor, dass ich halt hauptsächlich Videos mache. Und Videos ist nun mal tatsächlich besser, wenn man die auf YouTube macht. Ich mache mir gleich noch schnell eine zweite Kiste. Ich mache mir eine Kiste, damit ich aus der Kiste craften kann. Damit ich mir aus der Kiste neue Kisten craften kann. Es wird ja öfter mal so nachgefragt, ob man vielleicht irgendwo so eine Art Crafting-Table bekommen kann, wo man halt dann sozusagen die, das, was man machen will, sich aussucht. Dann hat man dann so ein vorgefertigtes Ding, dass man dann einfach bloß noch die Rohstoffe reinstecken braucht, damit man die Objekte in der Hand halten muss. Ich verstehe das immer so ein bisschen wie bei CineVR, wenn man sagt, ich möchte jetzt die Ausrüstung, muss man dann bloß noch die entsprechenden Items da reinschieben und die wird dann magisch zusammengesetzt. Finde ich nicht besonders hübsch. Ist auch nicht besonders innovativ. Und ich finde, das passt halt gar nicht zu CubeVR, weil einer der großen Pluspunkte ist halt, dass man halt wirklich wie bei Lego alles zusammenklicken muss. Wenn man das jetzt auf einmal irgendwie durch so einen fliegenden, schwebenden irgendwas hat, wo man einfach bloß dann, keine Ahnung, seine schwebende Struktur hat und man klickt dann einfach nur, selbst wenn man dann halt per Hand anklicken muss, das ist halt nur, dass man halt sagen, hat man das und das schwebt dann so und dann kannst du dann einfach dann daherkommen und das per Hand überall dran klicken, ohne dass du es in der Hand hältst. Da weiß ich nicht, das hat für mich keinen Sinn, weil ob das jetzt schwebt oder mit einer Hand gehalten wird, das macht doch am Ende keinen Unterschied. Und wenn es halt so wie bei Thinif ist, dass es halt einfach nur rumschwebt und du einfach nur die Rohstoffe dann reinschmeißen musst, damit es magisch zusammengebaut wird, das ist ja noch langweiliger, weil dann muss ich ja nicht immer was machen. Dann kann ich es auch sein lassen. Weil das macht in meinen Augen dann tatsächlich das gesamte System von CubeVR kaputt. Von daher muss nicht sein. Also zumindest für mich nicht. Ich meine, andere mögen es vielleicht. Und zum Glück muss ich es nicht entscheiden, ob man sowas bekommt oder nicht. Ich würde sagen, machen wir mal schnell fix hier die Löcher zu. Auch wenn es unnütz ist, die zuzumachen.
Was mir halt so auch aufgefallen ist, wegen YouTube und Videos machen, um da nochmal zurückzukommen. Ich bekomme tatsächlich auf meine Livestreams immer mehr Klicks und gefällt mir Angaben als auf meine normalen Videos. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass man halt wirklich in dem Stream mit dem Chat interagieren kann und das halt nicht ganz so langweilig ist, wie wenn ich da jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang Selbstgespräche führe. Meine ersten Streams, die waren ja auch nichts anderes, außer 2 Stunden Selbstgespräche. Mittlerweile sind ja auch meine Streams um einiges länger. Einfach weil ich jetzt auch mehr Leute habe, die in meinen Streams halt dabei sind. Hatte jetzt am Wochenende No Man's Sky gestreamt. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich auch als Let's Play übernehmen. Das hatte ich schon eine ganze Weile vor. Hab's halt noch nie gemacht, weil ich Green Hell spielen wollte. Aber das war ja diese riesen Enttäuschung. Habe ich tatsächlich auch sofort mir das Geld wiedergeholt von dem Spiel. Ich meine, das war im Angebot, das waren 16 Euro. Aber ich habe es halt nie eingesehen, dass ich jemanden unterstütze, der von Problemen wusste, die schon in der Demo-Version vorhanden waren und die einfach nie gefixt wurden. Und dann halt auch im Discord, wo man dann gedacht hat, ja, du hast noch keine Ahnung, wie man die Grafik einstellt. Wenn ich dort ein Spiel starte, dann möchte ich, dass das Spiel auch von sich aus schon funktioniert, ohne dass ich was einstelle. Und wenn ich was einstelle, dass es dann vielleicht nicht mehr funktioniert, das ist klar. Aber wenn ich jetzt daherkomme und in dem Spiel die schlechtesten Einstellungen einstelle mit meinem High-End-PC und trotzdem ruckelt alles, wenn ich mich bewege, dann kann doch irgendwas nicht stimmen. Und ich sehe es halt absolut nie ein, dass ich mein Sichtfeld verkleinern soll. Ist ja nicht immer so, dass ich jetzt ein super weites Sichtfeld von der Pimax oder so habe. Ja, die Index, die hatten ein richtig schönes großes Sichtfeld. Das ist ja einer der großen Pluspunkte. Aber es ist halt normal. Viele Menschen haben eine Index. Und selbst meine 1080 Ti konnte die Index gut befeuern. Und dann komme ich mit der 3090 an und das Spiel ruckt und stockelt. Das ist nicht normal. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das Problem hat. Ist ja nach wie vor, dass auch in den Foren viele Leute sagen, dass sie Probleme damit haben. So schwächere Grafikkarten funktionieren alle einwandfrei. Nur die Hochleistungskarten, die haben Probleme. Ja, auf alle Fälle habe ich halt Green Hell komplett abgeschrieben. Vielleicht, wenn es irgendwann mal so für 10 Euro im Angebot ist. Aber ansonsten, ich habe ja The Forest, was ja nicht wirklich viel anders ist. Außer, dass man halt Multiplayer spielen kann. Habe ich ja doch relativ viel Dreck. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass ich schon viel eher auf Stein treffen würde. Das war eine ganz schön dreckige Bergkuppe. Auf alle Fälle habe ich jetzt wieder No Man's Sky ein bisschen gespielt. Und es macht halt verdammt Laune. Das Spiel hat sich super gebessert seit Release. Ich denke einfach mal, dass ich das anstelle von Valheim jetzt spielen werde. Weil Valheim habe ich ja momentan 19 Episoden. Und ja, ich hatte jetzt halt tatsächlich in der letzten Episode das Problem, dass
das Spiel sich immer aufgehangen hat und jetzt fehlen mir halt knapp 15 Minuten Spielzeit. Ich müsste jetzt nochmal ein neues Boot machen, eine halbe Stunde irgendwo hinschuppern, um mein altes Boot wieder zu bekommen mit den Rohstoffen, damit ich halt alles machen kann. Ist ein bisschen nervig, aber machbar, das ist kein Problem. Aber ich hatte jetzt im Livestream ja wieder Valheim gespielt, das spiele ich ja mit Will und Slowie zusammen. Das sind halt zwei Leute, die ich halt über YouTube-Videos als Abonnenten für meinen Kanal generieren konnte. Die sind halt auch in meinem Discord. Und ja, mit denen habe ich halt irgendwann angefangen, zusammen Valheim zu spielen. Dann haben wir jetzt noch die Community, die da mit reingekommen ist. Auf alle Fälle spielen wir halt da zusammen Valheim und da haben wir ja auch schon den zweiten Boss besiegt. Und jetzt am Wochenende hatten wir im Stream den dritten Boss besiegt. Und der hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wir sind ein paar Mal gestorben, aber solange man Spaß hat, ist das ja wurscht. Das erinnert mich mal an eine kurze Anekdote aus meiner Studentenzeit. Damals kam das Online-Rollenspiel Nostale in Europa raus. Und da war ich tatsächlich relativ stark involviert am Anfang, weil es war noch recht neu. War ich auch recht gut dabei. Und ich war in einem kleinen Clan oder so einer kleinen Gruppe von drei Leuten. Und wir waren alle drei relativ gute mittlere High-End-Spieler. Also wir waren jetzt nicht die Top-Elite von denen, die den ganzen Tag nichts zu tun hatten, weil ich war ja trotzdem Student. Der andere war arbeiten und die eine, die halt zu Hause war, die war halt eher Hausfrau. Die hat sich auch um andere Sachen kümmern müssen. Aber wir hatten halt alle ein bisschen Zeit und sind auch recht gut vorangekommen. Ja, auf jeden Fall, einer aus der Gruppe war halt tatsächlich auch dann Moderator gewesen. Und da war auch mal so ein schönes Stadtevent, was sie gemacht haben. Und das ging halt darum, da wurde halt auf dem Marktplatz, wo man normalerweise Handel treiben konnte, wurden sehr viele richtig starke Gegner rausgekloppt. Und da ist man auch im Minutentakt gestorben. Und da habe ich damals halt rumgejammert, weil wenn man stirbt, verliert man immer ein paar Prozent seiner Erfahrungspunkte und so weiter. Da habe ich halt gesagt, Mensch, man stirbt viel zu oft, das macht ja gar keinen Spaß. Und da hat damals mein Gruppenleiter, der halt auch Moderator war, halt so gemeint, ja, nur weil man stirbt, muss es ja nicht heißen, dass man keinen Spaß hat. Weil der Kampf als solches gegen die starken Gegner war ja trotzdem toll. Und als man am Ende trotzdem gewonnen hat, obwohl es Verluste gab, das hat sich schon ganz gut angefühlt. Das habe ich damals nicht so verstanden. Aber als ich dann selber auch ein bisschen erwachsener geworden bin, auch so vom Verständnis von den Videospielen her, da habe ich das irgendwann tatsächlich auch dann mal so gesehen, dass man halt, wenn man halt einen schweren Kampf hatte und den halt irgendwann gewonnen hat, dass man doch so dieses Gefühl hat, dass man was erreicht hat. Und ja, das hatte ich jetzt tatsächlich bei Bone Mass auch gehabt, wo wir den besiegt haben. Es hat sich einfach nur verdammt gut angefühlt. Ja, es gab ein paar Verluste. Ich selber bin hier auch 3-4 Mal gestorben, glaube ich. 2-3 Mal. Aber das war's wert. Das hat Spaß gemacht. Auf alle Fälle halt, wir waren zu dritt und hatten Problemchen. War jetzt keine großen Sachen, also das war machbar. Aber wenn ich jetzt mal einen Lenkgang machen sollte, ich weiß ja nicht. Das ist halt was, wo ich mir so denke, es ist im Alleingang spielbar, aber schwierig. Da kommt man halt wirklich besser, wenn man sagt, Valheim spiele ich halt im Stream. Ich habe ja zum Beispiel auch Half-Life Alyx bloß im Stream gespielt und keine Videos gemacht. Oder Saints and Sinners, The Walking Dead Saints and Sinners habe ich im Stream durchgespielt und nicht in Videoform. Auch schon wieder fast ein Jahr her, dass ich das gestreamt habe. Das war ja damals, als ich beim alten Arbeitgeber gekündigt hatte, hatte ich ja über einen Monat Resturlaub und ein paar hundert Überstunden. Da war ich ja auch einen ganzen Monat zu Hause. Da habe ich auch gestreamt.
damals mit kaum Leuten, da hatte ich auch so 2, 3 Leute, die halt immer dabei waren. Hat Spaß gemacht. Und jetzt, wo ich dank Knebi natürlich noch ein paar 100 Leute mehr habe, dürften auch dann zu den Streams ein paar mehr Leute dazukommen. Hab ja bald Urlaub. Da habe ich halt tatsächlich mir so gedacht, dass ich vormittags ein bisschen für meine Fachwirtprüfung lerne. Und dann halt abends immer streame. Denke ich mal, das dürfte ganz gut funktionieren. Kann ich auch verschiedene Spielchen streamen. Unter anderem halt wirklich Valheim. Vielleicht nochmal ein bisschen Forest Farm oder so ein paar andere kleinere Spielchen. Werde ich auch auf alle Fälle Cube VR streamen. Ist ja sowieso, also ich bin ja bald wieder dran mit der Community World. Das werde ich auf alle Fälle wieder streamen, weil das macht richtig Laune. Muss ich halt bloß mal gucken, was ich jetzt mache. Mir wurde ja gesagt, dass ich jetzt noch so ein Orcup bauen soll, weil mein Piratenschiff ja eher ein Fischerboot geworden ist, weil ich mich so ein bisschen an der Größe verschätzt hatte. Aber wenn ich das Schiff in richtig konvertiert hätte auf eine QPR-Größe, da hätte ich ja auch noch was vierfach an Zeit gebracht, weil ich habe so schon 5 Stunden gebraucht dafür. Und 20 Stunden an dem Schiff bauen, boah. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Also ich werde auf alle Fälle jetzt nächste Mal noch ein bisschen einen Grund legen für mein Schloss, für meine Burg. Und dann mal gucken. Vielleicht installiere ich nochmal Stronghold, habe schon irgendwo rumliegen die CD. Und einfach mal so eine Burg bauen, damit ich so eine Ahnung habe, wie ich sie am besten bauen kann. Oder ich mache einfach auf ein Stück kariertes Papier so eine grobe Skizze, wie ich meine Burg haben möchte. Das müsste eigentlich auch gehen, wenn ich das auf kariertem Papier skizziere. Muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe. So, auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ansonsten danke fürs Zuschauen nochmal. Und nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüssi!